heute ist der erste Teil vom Home Trail bauen mit Lukas. Hi, also wir bauen jetzt weiter, weil wir haben schon mal angefangen. Hier ist ein Sprung und da ist schon ein Anlieger. Also das hier ist der Anlieger. Ja. Also wir haben jetzt vor, hier ein Gap zu bauen. Das soll ungefähr so lang werden. Und wir haben aber auch noch vor, dann da weiter hinten noch größere Sprünge zu bauen. Aber wir fangen ja jetzt erst an, deswegen kommen jetzt am Anfang erst noch kleinere. Wir graben gerade das Gap. Also wir formen jetzt ein bisschen den Sprung, schmeißen Erde drauf von einem großen Haufen. Ganz am Anfang noch hier so ein paar Wellen eingebaut, hier mit ein paar Wurzeln und hier auch. Hier sitzt Lukas und legt. Ja. Und was machst du? Also ich säge hier gerade dieses kleine Dingsda-Bumster ab, weil das wird nachher sonst stören, wenn wir das in den Boden rammen. Ich schnitze jetzt hier in so eine Spitze rein, dass wir die nachher da hinten bei dem Gap in den Boden rahmen können. Hier ist der ein bisschen angespitzt. Wir hauen den jetzt hier rein. Hier dann noch ein. Dann legen wir hier Stöcke drauf. Und dann wird der Sprung wahrscheinlich größer. So, wir haben jetzt schon den hier reingeklüppelt. Jetzt wird der hier noch reingeklüppelt. Soweit die Stöcke reingehauen. Jetzt schon mal so ein paar Stützstücke reingelegt. Und jetzt habe ich schon mal die Grundform angefangen zu machen. Jetzt kommt er dann Stück für Stück immer mehr Stöcke hoch. Und bis er dann ungefähr so hoch ist wie die Stöcke, so hoch soll dann auch der Sprung werden. Und wir wollen ihn jetzt nicht so, also in die Länge machen, weil wir wollen schon, dass er so ein bisschen kickt. Und deswegen wird das so passen dann. Wir sind jetzt fertig mit dem Sprung. Man muss jetzt anfangen und dann hier einen Bunnyhop drüber und hier hinspringen. Gell, Paul? So machen wir das doch. Dann erklär, wie das geht. Ja, okay. Wir kippen hier noch Erde drauf, bis es hier so ist. Und dann kann man ihn anspringen. Und? Passt, du hier noch. Paul, hier noch. Nein, das ist perfekt. Wir sind jetzt mit dem Sprung fertig geworden. Aber der ist halt noch ein bisschen weich hier oben vor allem. Deswegen müssen wir bis nächstes Mal warten. Wir schieben jetzt hoch und dann fahren wir mal den ersten und den Anlieger. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Reingeguckt, jetzt müsst ihr liken und abonnieren.